ihr beschwert euch über den deutschen Sommer, na dann hat Mario und seine Kollegen ja wohl noch mehr zu meckern, oder? Wie wir im letzten Part herausgefunden haben, tut es bei seinem in seiner Arbeitsumgebung sogar Lava regnen. Von daher sollten wir uns also relativ glücklich schätzen, oder? Hier in Welt 4, auf der Suche nach Kapitel 2, ich würde ganz gerne die Kamera drehen, dass ich weiß, wo ich hier runterspringe, aber dann tue ich mal tot, damit ich nicht runterspringe. Aber es wird mit einer Kiste belohnt, von daher. Ein Lava-Grobian, 3D-Modell. Sehr schön. So, ein bisschen Money. Und hier brennt es wirklich. Wir sind inmitten auf dem Weg zu einem aktiven Vulkan, welcher von Bowser Jr. umgewandelt wurde zu einer Militärfabrik des Bösen. Und was ist das für ein rabbit-tastisches Tor? Der Super-Dimension Mobil-Robo-Monster-König-Ninja-Rabbit-Bot. Achso. Ist leider ein fehlgeschlagenes Experiment. Danke, Pipo. Gut, dass er Bescheid weiß, was es ist. Ich wäre nicht drauf gekommen. Hm, ein bisschen auf der Zunge rumlatschen. Hm, nach was schmecken unsere Füße? Ich hoffe, ich bin vorher nicht in Scheiße getreten. Aber möglich. So. Was erwartet uns hier? Oh, wollte gerade etwas sagen. Wenn du im Handumdrehen direkt dicke Unterarme haben willst, dann solltest du dir eins von diesen Dingern schnappen. Ein Blasebalg. Das ist die Überkürzung. Oh, erstmal ein bisschen was zum Destroyen. Sehr schön. Da freut sich doch das wütende Herz. Alles kaputt machen. Oh, eine Kiste. Interessant. Vielleicht wird ist ja noch mehr Druck da. Auf jeden Fall gibt es eh Money, also schauen wir nach. Und da hinten wird sogar eine Röhre freigeschalten. Hä, was ist jetzt los? Ich höre einen Countdown. Nein, ich wollte da gar nicht rein. Habe ich etwa einen Red Coin Ring freigeschalten? Und diesen nicht gesehen? Auf jeden Fall ist hier eine Soundtrack, eine goldene. Eine silberne Kiste. Phantom-Melodie. Ach, eine Boss-Soundtrack. Okay, ich verstehe. Überall liegen Metallseile rum, Muttern, Unterlegscheiben und weiteres. Derartiges Zeug. Und ich sehe hier echt keinen Red Coin drin. Also, ich weiß nicht, was das gab. Noch da, Tatsache. Und haben wir den denn aktiviert? Den habe ich gar nicht gesehen. Ist irgendwo was hier? Nein, dann geht's hier dann. Okay. Eins. Ah, jetzt kann ich da nicht schauen, ne? Tut mir sehr leid. Drei. Schauen wir gleich nochmal nach, was Vibor da zu sagen hat. Fünf. Sechs. Oh Gott, so viel an so viel vorbeilaufen. Acht. Alle Stück. Alle acht Stück. So. Gönnen wir uns erstmal diese Goldtruhe. Und dann schauen wir uns alles nochmal in Ruhe an in dieser schönen Welt. Es gibt eine Waffe für Rabbit Peach, den Mystic Mörser. Okay. So, dann jetzt alle die Augen zumachen. Ich laufe auch mal mit Augen zu wieder hoch, dass wir ja noch nichts gesehen haben. Nein, also. Hier hat die Boy was zu sagen gehabt, ne? Ach, wir nur das mit den dicken Armen. Ja. Das ist aber auch riesig, das Ding, ja? Wie groß das geworden ist. Macht das immer so einen Sound? Also, ich glaube nicht, das wäre ziemlich stressig. Hier wird ein riesen Powerblock gelagert oder transportiert. Erstmal gibt es hier noch weiteren Loot. Ein Artwork. Okay. So, wir sehen hier, es ist immer noch ziemlich heiß. Die Druckanzeige spinnt komplett. Was zur Hölle? Das ist so ein Rührmixer, oder? Das ist eine Küche.
Tatsache. Wer hält die Lava schön leicht und locker? Ach, der hält die Lava, okay. Ja, hinterfragen wir diese Logik mal nicht. Sondern nehmen es einfach so, wie es ist, hin und akzeptieren es. So. Oh, das ist mal ein Versteck. Ein 3D-Modell. Lava-Valkyren. Ja, die gibt es hier auch. Ich kann leider nicht allzu viel sehen von unseren Helden gerade. Ich hoffe mal nicht, dass da irgendetwas Besonderes noch weiter drin ist. Aber ich glaube nicht dran. Und hier startet Kapitel 2. Schauen wir doch einfach mal rein. So, es gibt Coins und da ist schon der erste Kampf. Und da steht auch schon unseren Gegner entgegen. Und zwar ein Lava-Korbian, so wie es aussieht. Sein Bauch glüht und von innen. Ja, er glüht einfach. Besiege alle Gegner. Drei Korbiane und. Vier Hopse, okay. Gut. Dann kämpfen wir doch einfach mal. Boah, 510 Leben hat er schon, ne? So, Mario, weißt du was? Du haust jetzt einfach mal dein Kraftpaket raus. Wenn wir schon alle zusammenstehen, so sollten wir uns das gönnen. Dass du leider die Dashs nicht verstärken, dessen bin ich mir bewusst. Wie machen wir das jetzt am besten, ne? Ihr könntet hochkommen, die Korbianer. Also bin ich nicht, auch oben nicht sicher. Das bedeutet, ich könnte. Ja, ich bin oben nicht sicher. Heißt, ich müsste sowieso runter. Okay. So. Mario macht 90 Schaden auf ihn mit dem Dash. Und kann auf ihn hüpfen. Kann aber leider nicht runterspringen. Du kannst sowieso bis überall hinlaufen, ja. Genauso weit wie Mario springen kann, kann er auch laufen. Okay. Gut, wollte ich nur wissen. Ändert also nichts an der Situation. Wie mache ich das am besten? Peach könnte da noch zum Zweifeln Granate hochwerfen, ne? Ohne Probleme. So. Dann gehst du dahin. Wir hoffen, dass diese andere Grobian uns nicht erreicht, wobei Luigi wird er erreichen. So. Ja, selbst eine Granate würde nicht ausreichen, um ihn da oben zu besiegen. Er könnte reichen, aber könnte ihn nicht treffen. Ja, ihn, er auch nicht. So, Sprungschaden, 50%. Ja? Wie sieht es bei dir aus? 90% Dash-Schaden. Dann benutzen wir dich da erstmal. Komm schon. Stoß ihn runter. Das gefällt ihm überhaupt nicht. Oh, verdammt. Und damit rächt er sich auch so gleich. Mit Tinte. Das merkt er noch morgen, aber immerhin, zum Glück hat er schon geschossen. Mario könnte ihn erledigen. Das würde sogar Luigi mit erledigen. Also kommt das gar nicht in Frage. Dann müssen wir so schießen. Erreicht er ihn? Ich glaube, dass er über Eck schlagen kann, ja. Ich glaube, unter Umständen ist er jetzt tot, ja. Heldensichter. Einmal macht die aber nur 270 Schaden. Würde aber für den da oben reichen. Allerdings, wenn er jetzt runterkommt, wird Luigi erledigt. Von daher, die 20. Chance ist der Reflektor zu aktivieren. Und den Zug abzugeben.
und ziemlich viel Schaden hinzunehmen. Ja, dessen bin ich mir sehr bewusst, aber geht halt nun mal nicht anders da. Immerhin können die Spacken da unten uns nicht wirklich was. Okay, jetzt sind sie nicht mehr unten. Wäre vielleicht in Verhältnissen ganz cool gewesen, aber wir haben uns fürs Kraftpaket entschieden, von daher. So. Oh. Wenn er jetzt schlagen kann, dann ist er wieder. Ja, ist er. Ich will nicht, dass jemand tot ist. Ich will zumindest alles schaffen, dass jeder überlebt. Vor allem nicht schon nach dem ersten Zug, ja. Da muss ich dann wohl. Nein, ich will nur, dass du es schneller machst. Vielleicht sogar tatsächlich für mich für Peach entscheiden. Also Rabbit Peach, weil sie einfach so der Tank ist und das durchaus wegstecken könnte. Versuchen wir es halt so einmal, ne? So, es bleibt dabei, du dashst. Nein. Nein, nein, nein. Du stellst dich dieses Mal dahin. So. Schade, dass es mit dem Reflektor nicht gereicht hat. Echt ziemlich mies. Aber so ist das eben. Auf jeden Fall aktivieren wir am Ende der Runde die Heldensicht im Idealfall, um die Hauptseite wieder hochspringen, ja, außer Gefecht zu setzen. So, ein Dash. Wenn du oben bleiben würdest, 160 Schaden, so, wie viel machst du nochmal 160? Es würde einfach nicht ausreichen, um ihn zu töten. So, dann gehst du diesmal hier hin. So, vielleicht haben wir jetzt eine bessere Situation, um ihn runter zu dashen, dass er eben nicht hochkommt. Zumindest hoffe ich das. Also, bitte einmal einen Schuss. Oh, ins Abseits. Aber ob er rüberkommt? Nein, er bewegt sich nicht, weil er im Abseits war. Sehr schön. Das ist perfekt. Wie würdest du rüberkommen? Ja, er würde Mario auf jeden Fall erreichen. Aber Peach, nee, doch Peach auch. Na, Mann, ey, was soll das? Außer, ja, ich würde jetzt das Kraftpaket aktivieren. Allerdings. Ja, Kraftpaket oder Heldensicht, ja? Heldensicht kann auch nach hinten losgehen, wenn die Grobian dann laufen, wie wild. Allerdings würden die uns eh erreichen. Na, ist egal, ich habe mich schon entschieden. So. Boah, selbst das würde denen noch mit Schaden machen, okay. 50% Chance, 50%, ich komme schon, 50% Chance auf den Crit. Da wird ja wohl immer ein Crit drin sein, oder? Ich hasse es. Ich hasse es. Zweimal Tinte. So, du wirst jetzt kritten und wahrscheinlich Mario runterschubsen. Wetten wir? Nein, aber immerhin den Crit. Gut, dann aktivierst du dein Schild, um diese Runde zu überleben. Schwachmacher macht keinen Sinn, ist keiner in der Nähe. Na gut, geben wir den Zug ab. Ja, ja, ihr macht da unten wieder eure Späße rein, ist mir schon klar. Macht das mal ein bisschen schneller. Ja, 50% Chance, er trifft natürlich. Er jetzt auch, wetten wir. Okay, er hat nur 100% Chance. Trotzdem gehen alle auf Luigi. WTF? Boah, trotz Schild macht das so viel Schaden noch. Okay, Peach wird nächste Runde als allererstes mal eine Heilung spielen.
70% hochheilt. Damit sollten sie wieder voll sein, alle. Sehr schön. So, Luigi, ja? My brother. My friend. Nochmal ein Dash. So, nochmal dashen kannst du nicht. Gut. Wo stellen wir dich hin? Hier hin? Könnte er das Schild? Er könnte aber auch mit der Bazooka das Schild natürlich erledigen, ne? Wir haben natürlich auch noch den Grobian da, den wir nicht vergessen sollten. Um den sollten wir uns zuerst kümmern. Ja, ja. Mach du ruhig, das juckt mich kein bisschen. Ich hole das nicht alles wieder. Ein Grobian ist damit down. So. Einmal ein Dash, ein Sprung, um ihn sie zu befreien auch noch, dass sie schießen kann. So, ich weiß, Mario holt sich jetzt die zweite Heldensicht ab. Allerdings... Ja, shit happens und man kann halt nicht immer alles perfekt machen, ne? Immerhin... Oh nein, Crit! Warum muss ich so viel Pech haben? Ah, Heldensicht. So, nein, du dashst ihn nicht. Er wird erschossen. So. Du stellst dich hier hin. Der Grobian wird mit einem Schuss jetzt erledigt und mit der hellen Sicht. So. Du könntest eine Bombe da rüber schicken, also schieße ich nicht mit dir. So, der Einzige, der gar keinen anderen treffen könnte, ist Luigi, ja? Obwohl, der hat eine Bazooka, ne? Dann lasse ich Mario schießen. Auf den Grobian. Zack! Sprung und... Wo bleibt der... wo bleibt die Heldensicht? Warum ist das in letzter Zeit so ein Superzeitgruppe? Okay, Mario! Was zur Hölle? Was zur Hölle? Warum hat Mario nicht die Heldensicht aktiviert? Ich hab sie doch aktiviert gehabt. Ja? Hä? Ist das gerade ein bisschen verbuggt oder check ich irgendetwas nicht? So, erstmal ein Schwachmacher. Für die beiden Trottel hier. Das ärgert mich gerade schon ziemlich. So, du kriegst eine Bombe. Ja, jetzt macht er es auf einmal. Hat er es nicht gemacht, weil er selbst geschossen hat? Aber nein, das macht keinen Sinn. Das hatten wir auch schon gehabt, dass ich mit Mario selber geschossen habe, dass sich deine Helden sich selbst aktiviert. Ziemlich merkwürdig. Ja klar, und er schießt durch die Wand. Immerhin, er kriegt es ab. Und er ist wieder unten. Feuerschaden, ja, das tut weh. So, wie viele Gegner haben wir noch? Zwei, ne? Das war Betrug vom Feinsten. Da kann mir jeder sagen, was er will. Oder hat Mario sich so gedacht, so... nee, also Heldensicht... Weißt du, das habe ich heute schon. Eigentlich habe ich keine Lust zu. Mario und Arbeitsverweigerung, hä? Na gut, nach all den Jahren Prinzessinnen retten. Ja, okay. Aber nicht jetzt, Mario. Falscher Zeitpunkt. Jetzt ist gerade ernst. So, Luigi infiziert ihn. Mario wird den tot dashen. Ein Sprung. Perfekt dahingesetzt. Dann wird auch Luigi ihn treffen können. Zack. Und Mario kann sich sogar noch ein wenig an ihm hochheilen. Critical Hit. Aus der Arena raus, okay, leicht unnötig dieses Mal, aber naja. Ich will mich mal nicht beschweren. Nö, wir dashen nicht. Das macht nämlich nicht so viel Schaden. Wie einen Schuss, mit dem wir uns heilen könnten. Ja, ich hätte mich mit dem Hammer heilen können, ne? Naja, ein Schuss sollte eigentlich auch schon ausreichen, um mich hochzuheilen, oder? Ja, 175, 57.
Damit haben wir die Schlacht gewonnen. Das war gar nicht so einfach. Und das wird natürlich gefeiert. So. Was erwartet uns hier noch? Das ist ein Grobian. Schön, dass manche Dinge noch per Handarbeit gemacht werden. Ja, okay. Kann man sehen, wie man will. Boah, ist das Ding riesig. So, ein gelber Schalter, der uns nicht wirklich weiterhilft. Eine Kanone, die nicht so ist. Was ist hier? Ein Sticker, hä? Der mir aber nicht wirklich weiterhilft, oder? Ist eine Statue? Du machst nur das hier hoch und runter, ne? Obwohl, warte, kann ich die Statue jetzt noch nehmen, ne? Ja, ich trottel. So, was machst du? Das machst du. Und davon habe ich nichts. Wenn ich jetzt so mache. Toll. Ach so, alle Steine sind draußen. Das war das Rätsel. Es müssen alle Steine außerhalb der Erde sein. Okay. Okay. Macht Sinn. Gut, das sehe ich ein. Hier gibt es erstmal einen Pilz und weitere Tahutkarten. Landung auf dem Klo. Okay. Wenn ihr meint. So. Und da bahnt sich schon der nächste Kampf an. Was macht ihr hier? Was? Autsch. Hätten die ihren Brand nicht woanders löschen können? Ich wette, die haben morgen ordentlich Sodbrennen. Ja, sind Rabbits so stabil gebaut? Ich meine, klar, irgendwie ja schon. Ich meine, so dämlich wie sie sind, müssen sie ihre Körper ja viel aushalten, aber das geht dann doch vielleicht ein klein wenig zu weit. Okay, hier bahnt sich der nächste Kampf an. Und hier bahnt sich der nächste Part an. Also lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann und ciao.